So Leute, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Majora's Mask. Oh, wir sind gerade runtergefallen, aber scheiß drauf. Ja, ich habe total vergessen, wo es lang geht, weil ich längere Zeit nicht nachsynchronisiert habe. Der Grund ist ja bekannt, warum ich nachsynchronisiere, wegen einem Fehler. Deshalb kam in letzter Zeit auch keine Folge und so. Na gut, das müsste jetzt schon 4 Folgen her sein, dass keine Folgen in letzter Zeit kamen. Es tut mir wirklich leid. Aber ich gebe mein Bestes, alles nachzusynchronisieren. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt Sekulink nicht. Und gehen jetzt langsam mal nach oben. Wir haben da ja diese Spinnweben entfernt. Vermutlich waren das Spinnweben, so recht ich mich erinnern kann. Und da nach oben. Ach, scheiß. Die Viecher hasse ich. Ja, aber scheiß drauf. So, schon sind wir oben. Ah, sei auf der Hut, ich spüre hier sehr viel Böses. Ach klar. Was ist da, was die Tieren schon gefällt? Oh nein, Spuk, Spuk, schwarzer Spuk, stirbt. Ah. Wie? Ich hasse Spuke. Die sind zu gruselig. Diese kleinen Viecher, ey. Naja, scheiß drauf. Sind noch? Ich glaube, es sind noch mehr. Oh ja. Oh ja, sehr viele noch. So, waren es jetzt alle? Ich glaube nicht. Es gibt hier bestimmt noch sehr, sehr viele. Ja, guck, da sind sie wieder. Und da sind sie wieder. Und da. Komische Vieh. Was ist das überhaupt für ein Vieh? Schatten? Ist das Schatten vielleicht? Oder pelziges Vieh? Das weiß ich nicht. Es ist ein schwarzer Spuk. Paranormaler Erscheinung kann es ja auch nicht sein. Merkwürdig. Aber egal. Wir haben den Schatz. Es gibt einen Schatz. Ach, tatsächlich. Steht da auf der Karte auch. Eine verirrte Fee. Dies ist Nummer 6. Oh, cool. Da brauchen wir noch ein paar. Libellen. Ich hasse Libellen. Und da sind Löcher. Ist da was drin oder so? Will ich jetzt nicht nachgucken. Wir verwandeln uns jetzt in Dekolink und versuchen mal die Plattform da zu erreichen. Link fliegt mit seinem Blümchen natürlich. Und da kommt das Vieh, ey. Am besten schnell abknallen. Ups. Ja, so anvisieren und los. Yeah, getroffen. Und jetzt nochmal. Oh, tot. So, die Kamera bewegt sich nach unten. Ist da vielleicht noch irgendwas zu sehen? Vielleicht ist da ja was. Nee, schade. Das ist schade. So, wo lang ging es eigentlich jetzt? Ich habe jetzt die Orientierung verloren. Aber hier, die Löcher sind wirklich schwarz. Ich vermute mal, da ist tot. Da ist tot. Naja. Aber wir sind direkt unter diesem Raum. Aber egal. Ja. Ja, ist wirklich hier der Raum. Genau da drunter, aber ich will es nicht riskieren. Oder doch? Nee, wir springen da lieber nicht runter. So, einmal in die Blume rein und jetzt, wo ist denn hier der? Da. Da ist es. Da ist die Plattform. Ich würde sagen, jetzt. Und... nicht wegfliegen, oh. Blöde Plattform, fast beim runtergefallen. Nur weil sie weg, plötzlich in eine andere Richtung fährt. Naja, egal. Hauptsache, wir sind drauf. So, ich würde sagen, das reicht doch, oder? Oder ja, super. Sehr schön. Und dann gehen wir die Treppe wieder runter. Warum ist da nicht eine Treppe? Bringt doch gar nichts. Ah, guck mal. Ein Schalter. Ach, hier sind wir. Okay. Alles klar. Sind wir in diesem, sagen wir mal, zentralen Raum. Und da beamt sich plötzlich in die Treppe hin. Ocarina of Time sind die wenigstens ja noch von unten runtergefallen. Aber wenn die sich einfach hier so hinbeamen, naja. Egal. Ja, Taya will was, aber scheiß drauf.
Da ist die Fee, die uns noch fehlt. Warte, warte, warte. Ah, gut, das passt. Ich denke, jetzt müssen wir noch runterspringen, aber nein. Da ist eine Fackel. Hm. Und ein Schalter. Aber müssen wir da irgendwas machen? Ah, guck mal, da ist eine Blume. Sehr schön. Können wir jetzt zu diesem Schalter fliegen, ne? Oder? Ja, es passt super. Aber wir sind zu schwer. Ah, jetzt klappt's ja doch. Dekolin kann keine Schalter aktivieren. Das ist so total der Nachteil. So, Schatzkiste. Da ist sie. Was müssen wir runterspringen, ne? Na gut. Kommen wir sowieso nicht mal hoch, oder? Ja. Ja, ich weiß. Ja. Oh. Gut. Wir springen runter, ne? Jo! Und. Ach, voll ins giftige Wasser, ey. Naja, Link, du bist jetzt radioaktiv verseucht. Du musst jetzt sterben. Du hast Krebs. Ach so, ist ja nichts Schlimmes, ne? Nee, ernsthaft, es ist schlimm. So. Jetzt sind wir wieder in den Raum, ne? Weil. Ja, weil diese Fee, ich möchte da mal versuchen reinzukommen. Schaffen wir das? Oh oh. Ne, wir können auch nicht mal tauchen hier. Scheiße. Schnell weg. Schnell weg. Oh Mann, wir sterben gleich. Ey. Oh. Okay, das war ein blöder Test. Erst auszuprobieren, ob wir das irgendwie durch Tauchen bekommen, diese Fee. Naja, egal. So, ein Nüsschen haben wir noch. Link, du hast endlich Nüsse. Ja. Wir gehen am besten mal wieder hoch, ne? So. Gut. Schon sind wir oben. Hier ist aber noch eine Fee, ne? Eine Fee. Vielleicht da drin? Nee. Da ist nur Energiefläschchen. Könnte denn noch eine Fee sein? Da ist keine, ne? Sieh nur! Von hier oben haben wir einen besseren Überblick. Och, wie schön, dass du es auch mal gemerkt hast. Ach, hier in der Kiste, da könnte das... Ja, da könnte die Fee drin sein, ne? Hundertprozentig. Oh, oh. Das habe ich nicht nachgedacht. Friss Link nicht auf, den brauchen wir noch. Toll. Wir sind noch mal ins giftige Wasser. Oh, oh. Ach, das war ein großer Fehler, ey. Dekolink kann echt nicht gut tauchen. Er besteht aus Holz. Ich meine, Holz treibt doch auf dem Meer. Warum kann er nicht einfach oben bleiben? Er lässt sich vom Wasser treiben. Der kann auch nicht untergehen. Er ist aus Holz. Aber egal. So, Schatzkiste ist da. Eine Fee. Dies ist Nummer 8. Yay. Oh, cool. Jetzt brauchen wir nur noch... Keine Ahnung. Wie viele waren das nochmal? 20? 12? Nee, ich glaube 15 waren das. Oder 10. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das sind 15. Ja, 15 waren es. Ja, 15. Und ja, wir nehmen jetzt mal die Ocarina. Ich möchte nämlich Folgendes machen. Wie ging das nochmal? Ich glaube so. Ja, genau so ging das. Genau. Es passiert nämlich Folgendes, hat die Vogelscheuche mal gesagt, die wir mal angesprochen haben. Ich plane, soll das die Zeit verlangsamt werden. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit, weil langsam wird die Zeit wirklich ein bisschen knapp. Und damit kann man gut die Zeit verlangsamen. Und das hat den Vorteil, dass wir hier besser, schneller, mehr Zeit haben und uns die Zeit nicht so schnell wegrennt, weil wir ja immerhin noch Zeitdruck haben. Immerhin ist schon zweiter Tag und schon 3 Uhr. Also mittags. 3 Uhr mittags. Und da haben wir ja noch nicht mal so viel Zeit. Ist schon besser, wenn wir es so machen. Und hier ist auch noch eine Fee gewesen. Eben. Oh nein. Oh nein, der springt auch noch Feuer, ey. Das ist ein Waldtempel. Was hat da Feuer zu suchen? Das geht ja gar nicht. Das kann man im Feuertempel machen, aber doch nicht hier. Was geht's noch? Ein Gegner mit Feuer spucken? Im Waldtempel?
Stirb! Du gehörst hier nicht hin! Oh. Das ging ja wirklich. Das war ein toller Miniboss. Das war der schwerste Miniboss aller Zeiten. Und er hat noch Feuer gespuckt. Link riecht jetzt nach Bratwurst. So geräuchert wie noch nie zuvor. Nun gut, was ist in dieser Kiste drin? In dieser Kiste ist drin. Link guckt rein. Oh Gott, wir können vorher da runter gucken. Und das ist ein Gewand. Der Regionbogen. Du hast ihn erhalten. Platziere ihn mit C. Drücke C, um ihn zu ziehen. Drücke und halte C. Okay, cool. Wir haben hier den Herionenbogen. Das ist doch ziemlich geil. Und im Vergleich zur Command of Time kann man ihn als Junge einsetzen. Das ist doch mal was. Moment. Warum müssen eigentlich immer Eltern hineinkommen, um zu sagen, wir sind wieder da? Ist ja sehr schön, aber es nervt. Oh, ich muss das mein ganzes... die ganze Zeit erleben. So. Ich habe das Ding ja mal runtergeschmissen und da befindet sich eine Fee drin. So ein Zufall. Ups, das wollte ich gar nicht. Blöder Controller. Oder wollte ich es doch? Wer weiß. Oh Mann, ist ja nachsynchronisiert, also von daher... Ja, auf jeden Fall habe ich die Fee hier gesucht und bin auf die Idee gekommen, den Herionbogen da einmal gegen zu klatschen und es hat geklappt. Aber ich dachte, jetzt kommen mal Wespen raus, aber so ist es doch nicht so. So, durch diesen schönen Make-up und so lockt man eine verirrte Fee an. Jetzt haben wir schon 9 Stück davon. Und wir begeben uns jetzt einmal dahin. Jetzt habe ich schon wieder falsch was gemacht. Denn schon wieder... Oh Gott, ich weiß nicht, was da so ganz passiert, ey. Oh oh. Was war das denn eben? Was ist das denn? Sieht ziemlich interessant aus und eklig, ey. Hau ihn tot. Was denn du? Ach nö, nicht dieses Vieh, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Ja, ich würde sagen, Dekolink. Oh oh. Au! Das Holz muss noch nicht gespaltet werden. Noch nicht. Und Feuer. Jawohl. Geil. Es hat geklappt. Und jetzt muss ich diesen blöden Frosch endlich mal erwischen. Mit hier Regionbogen, Pfeil. Pfeil, ja. Ich lasse das Wort Regionbogen mal weg. Herion, also, das ist doch Quatsch. So, ausgewichen. Schnell wieder Dekolink werden. Weil irgendwie ist er unverwundbar, wenn er mit dieser Schildkröte hin und her fährt. Er wird auch nicht runtergestoßen oder so. Das ist ein Frosch, der klebt sich richtig fest daran. So, wieder Bogen nehmen. Stirb, Frosch. Stirb! Oh oh. Schnell wieder rein. Feuer! Scheiße, wieder reinstellen! Oh, no. Ah, Alter! Wie schwer ist das Vieh? Das Vieh jedes Schildkröte mit dieser Blume so. Und jetzt schön Headshot auf diesen Frosch. Der verdient es auch. Feuerfrosch, ja. Jawohl, wir haben ihn getroffen! Die Schildkröte wird winzig. Oh. Scheint so, als war es ein unschuldiger Frosch, der verwandelt wurde. Bestimmt wieder von dem Horror-Kid. Ist doch klar, wer sonst? Armer kleiner Frosch. Wurde verflucht. Aber egal. So, wollen wir erstmal schön hier ein paar Rubine sammeln. Was haben wir hier? Haben wir auch Rubine? Jawohl, geil. Da muss auch noch einer drin sein. Ja, cool, ich hab recht. Und was ist in dieser Kiste? Spannung. Spannung, obwohl das Design verrät es sowieso, oder? Ich weiß nicht. Hm, egal. Oh, cool. Der Masterschlüssel ist ja geil. Ich weiß ja schon klar. Was wird denn sonst von einem Miniboss bewacht?
außer den Herionbogen und das Eis.